cruzador inimigo afundado. Ahoi Meeresgewitter, hier ist wieder eure Suista, zurück mit einem neuen Video und heute möchte ich euch die Aomirenchi Abreu vorstellen. Der Kreuzer wurde 1897 in Großbritannien gebaut und gehört der Barroso-Klasse an. Barroso-Klasse ist übrigens brasilianisch. Den Namen hat sie Aomirenchi Joaquim Francisco de Abreu zu verdanken, welcher ein Mitglied der brasilianischen Marine war, der Ende des 19. Jahrhunderts in Kriegen wie in Paraguay und Uruguay kämpfte. Und wie ihr sehen könnt, hat die Aomirenchi eine besondere Tarnung, welche sich Orde e Progresso nennt und die brasilianische Flagge darstellen soll. Unter anderem haben wir auch ein besonderes Nebelhorn, welches ich euch gleich mal vorspielen werde. Dieses ist darauf angelehnt auf den 19. November, den brasilianischen Flaggentag, und spielt auch die Hymne der brasilianischen Flagge. Nachdem wir jetzt ein bisschen Geschichtliches durchhaben, gehen wir mal weiter zu den Schiffsdaten. Diese sind mal nicht so viel, wie wir es normalerweise kennen, da wir ja hier nur auf Stufe 2 sind. Ich würde aber mal sagen, wir fangen einfach mal an. Als Kapitän nutzen wir Francisco Ferreira Filho mit 14 Punkten und haben Hauptbatterie Modifikation 1 drauf. Insgesamt haben wir 16.500 Trefferpunkte, die Artillerie beträgt 6x1 152 mm, welche übrigens auch 360 Grad drehbar sind, und die Feuerreichweite ist bei 9,2 km. Die Nachladezeit ist bei 8 Sekunden, der HE-Höchstschaden bei 2100 mit einer Brandwahrscheinlichkeit von 8,5% und der AP-Höchstschaden bei 3000. Außerdem haben wir auch eine Höchstgeschwindigkeit von 21 Knoten, einen Wendekreisradius von 360 Metern und eine Ruderstellzeit von 7 Sekunden. Concealment sagt bei uns, dass wir auf 7,7 Kilometer zur See aufgehen. An dieser Stelle sind wir jetzt auch schon durch mit dem kompletten Schiff. Wir haben die Daten soweit durch, ein bisschen was Geschichtliches habt ihr heute auch erfahren. Und jetzt können wir auch einfach mal das Gefecht genießen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe das ganze Video ein bisschen kürzer geschnitten. Das Ganze war nämlich über 20 Minuten lang und 20 Minuten sind dann doch ein bisschen extrem. Deswegen hat es einfach ein paar Schnitte bekommen, damit es nicht allzu lang ist.
Ja, Leute, damit ist das Gefecht vorbei. Wir haben leider verloren, allerdings haben wir 80.000 Schaden zusammengekratzt. Ich muss auch sagen, sie macht wirklich Spaß, auch wenn es auf Tier 2 ist. Und was ich natürlich mega gut finde, ist einfach das Schiffshorn. Ich feiere das Horn einfach, weil das einfach mega lustig ist. Ich hatte da auch schon Gefechte, wo wirklich die Leute geschrieben haben, was ist denn das für eine Musik, woher kommt die Musik, und das ist dann schon ganz witzig. Dir hat das Video gefallen? Dann lass gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo auf diesem Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Im Übrigen findest du mich auch auf Twitch, Discord und anderen Plattformen. Alle dazugehörigen Links findest du unten in der Beschreibung.